Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video zu meinem Blick in die extremste Vergangenheit sozusagen. Denn wir gucken uns heute die Neuzugänge Oktober 2016 an und fragen uns, schon gelesen oder subbt es noch? Und ich habe auf meiner Statistik schon mal geguckt, es sind 18 Bücher im Oktober bei mir eingezogen und ihr seht nun wieder natürlich parallel zu mir sozusagen das Video und ich bin sehr gespannt, welche Bücher ich schon davon gelesen habe, welche Bücher mir auch noch in Erinnerung sind und wie ich heute so darüber denke. Und ich hoffe, ihr habt wieder Spaß auf dieses Format und auf dieses Video und ich wünsche uns jetzt gemeinsam viel Spaß beim Blick in die Vergangenheit. Nach wie vor das orange-pinke Intro. Und ja, immer noch braunhaarig. Ich glaube, das hat sich auch erst um Weihnachten dann verändert. Und mich zieht es dieses Jahr gar nicht nach braun. Mal gucken, wann sich das schlagartig ändern wird. Ja, hinten in der Ecke, man sieht, da ist relativ viel frei. Sitze vor dem anderen Bücherregal, aber ich denke, ich sehe ganz gut aus für Herbst. Und schöner Lippenstift, finde ich so. Aber gut, darum soll es ja gar nicht gehen. Mal gucken, wann das erste Buch losgeht. Ja, Miracle Morning war das erste Buch im Oktober letzten Jahres. Ein Buch, das sich ja mit der magischen Stunde am Morgen beschäftigt. Man soll also eine Stunde eher aufstehen und Dinge tun. Und da habe ich letztens tatsächlich auch noch mit der lieben Anita drüber gesprochen. Ganz viele Grüße an dich, dass man manche schon ein bisschen beibehalten hat und beibehält, aber nicht alles. Also da geht es ja um Affirmationen. Man liest theoretisch etwas in einem Sachbuch, man macht Sport, man beschäftigt sich mit dem Tag, mit sich selbst, man meditiert und das so ein bisschen eingeteilt. Und ich weiß, dass mir das Buch zu amerikanisch fast war. Es war alles am besten sofort, es war mir zu viel Chakra, es war mir zu viel des Guten. Und es hat aber so manchen guten Ansatz, gerade das Lesen morgens, das Yoga morgens, das auch einfach mal innehalten und einfach den Tag entspannt und gut angehen. Und es bringt eben schon viel, wenn man vielleicht auch eine halbe Stunde eher am Tag aufsteht und nicht auf den letzten Drücker, weil da ist man dann einfach nicht entspannt und gut gelaunt. Und ich glaube, dass das so das Problem unserer Welt ist, dass jeder zu spät eigentlich aufsteht und sich nicht die Zeit für sich nimmt, die er braucht für einen Kaffee oder ein Frühstück oder wie auch immer. Ich fand das Buch gut, habe es auch in guter Erinnerung, habe auch noch so manche Denkanstöße daraus hier bei mir. Und aber so eine ganze Stunde und eben auch manches von diesem Buch war dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Dann ist das Hörbuch von Cecilia Ahern-Flott bei mir eingezogen. Das war, glaube ich, der erste Teil dieser Jugenddystopie, eher untypisch für Cecilia Ahern. Ich fand aber das Hörbuch grandios. Ich mochte den ersten Teil sehr gerne. War, glaube ich, auch für mich ein Highlight in dem Monat, wo ich es gelesen habe. Und mir hat dann auch der zweite Teil sehr gut gefallen. Es war wirklich sehr schön jugenddystopisch. Eine tolle Protagonistin, tolle Ideen, wie ein System funktioniert und hat mir wirklich gut gefallen. Dann Die Stille vor dem Tod. Endlich war der neue Cody McFadden da. Ich bin ja nicht so der blutig lesende Thriller. Bei Cody McFadden fand ich aber die Smokey Barrett-Reihe immer unglaublich gut. Das Buch habe ich tatsächlich abgebrochen, relativ schnell, weil es mir einfach viel zu blutig war, viel zu brutal war. Und das alles mit einer schwangeren Frau, das habe ich nicht ertragen und war mir tatsächlich viel zu schlimm und habe ich dann auch abgebrochen. Lang wurde auf diesen fünften Teil, glaube ich, der Smokey Barrett-Reihe gewartet. Ist, glaube ich, zum Teil dann auch mit Hilfe geschrieben worden, weil Cody McFadden wohl zwischendrin ja auch mal sehr schwer krank war. Und ich glaube, wenn man das Buch einfach gelassen hätte, wäre es auch nicht so tragisch gewesen. Ich fand es wirklich sehr schlimm. Also es war mir wirklich eine Spur zu viel an Brutalität. Und dann ist das damals neue Buch von Gabriele Engelmann bei mir eingezogen. Winter, Sonnenglanz. Ein Buch, das sehr schön magisch und weihnachtlich einfach dann auch in die Winterzeit gepasst hat. Habe ich dann, glaube ich, auch im November oder Dezember gelesen. Hat mir gut gefallen, war eine richtig schöne Weihnachtsgeschichte, auch nicht zu dick. War perfekt für einen schönen Tag vor dem Kamin, wenn es schneit. Das nächste Buch ist Hügel. Das ist ein unangefragtes Rezensionsexemplar gewesen und ist tatsächlich noch nicht gelesen.
Und ich habe es jetzt auch bei den Hygge-Magazinen immer gesagt, dass ich das unbedingt noch lesen möchte. Und ich glaube, dass ich mir das Buch auch für den Winter diesen Jahres vornehme, weil da hat man diese kuschelige, in sich gekehrte Zeit. Und da passt Hygge für meinen Geschmack auf jeden Fall sehr gut dazu. Dann ist der neue Jackie Feelgood bei mir eingezogen. Der Duft von Büchern und Kaffee. Ein E-Book, das ich auch relativ zeitnah gelesen habe. Ich mag die Liebesgeschichten von Jackie sehr, sehr gerne und habe jetzt aktuell, glaube ich, noch ein Buch von ihr auf meinem Sub und fand Der Duft von Büchern und Kaffee aber ganz wunderbar. Habe das in sehr schöner, romantischer Erinnerung und ich mag einfach die Geschichten von ihr und freue mich jetzt schon auf das nächste Buch, das hoffentlich bald kommen wird, auf die nächste Geschichte. Bin sehr gespannt, mit was sie uns verzaubern wird und freue mich natürlich auch auf das Buch von mir, von ihr, was ich noch auf dem Sub habe, das, glaube ich, dann den Monat drauf eingezogen ist. Und ja, freue mich da wirklich sehr und war ein ganz tolles Buch. Ich finde auch die Cover immer so bezaubernd und ja, auch in diesem Fall richtig, richtig schön. Dann, ja, ist ein Musso bei mir eingezogen. Ich glaube, es müssten dann sogar zwei gewesen sein in einer Rebuy-Bestellung, wenn ich mich nicht irre. Und zwar 7 Minuten, nein, vielleicht morgen. Ja, ist ein bisschen hell, vielleicht morgen. Habe ich, glaube ich, noch nicht gelesen. Ich habe einiges von Musso mittlerweile gelesen, aber vielleicht morgen müsste noch auf meinem Sub liegen und möchte ich auch zeitnah ändern, denn ich möchte von diesem genialen Autor wirklich auch alles in nächster Zeit gelesen haben. Es müsste dann direkt danach theoretisch der nächste Musso kommen. Genau, nachts im Central Park ebenfalls ein Musso. Und ja, finde ich sehr schön. War auch wirklich eine tolle Rebuy-Bestellung. Ich glaube, es war Rebuy. Könnte auch Medimops gewesen sein. Habe ich mich sehr gefreut, dass ich diese beiden Bücher, ich glaube, zu je 3,50 € oder so erstanden habe. Dann ist 7 Minuten nach Mitternacht bei mir eingezogen. Ein Buch, das ich gelesen habe, weil ich ja dann im Januar auch ins Kino gehen wollte. Und bei uns lief der Film aber nicht. Jetzt im Oktober ist es, glaube ich, soweit, dass die DVD erscheinen wird, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und da wird es auch, denke ich, ein kleines Gewinnspiel für euch geben. Also passt da im Oktober, haltet da die Ohren offen und die Augen. Und ja, 7 Minuten nach Mitternacht eine Geschichte um ein Kind, was ja einen Besuch von einem Monster bekommt. Und eben immer 7 Minuten nach Mitternacht. Und es war eine sehr starke Geschichte, eine sehr tragische Geschichte, eine ganz toll geschriebene und auch bildhaft dargestellte Geschichte, die ich in sehr bleibender Erinnerung habe und ich mich wirklich auch sehr, sehr auf ja, den Film dann freuen werde. Dann ist ja, das neueste Buch von Kiera Cass bei mir eingezogen, Siren, ein Buch, auf das ich mich sehr, sehr gefreut hatte, das mir wirklich auch gut gefallen hat, aber so manche Schwäche hatte, was bei mir eben Jugendbücher immer mal wieder haben, so auch diese, denn wenn man eben eine Sirene ist und es war klar, dass da irgendeine Liebesgeschichte passiert und ja, ihr seht schon an den Augen, es hat mich dann irgendwann so ein bisschen genervt, aber es war eine schöne Geschichte, es war, glaube ich, auch die erste eigentliche von Kiera Cass, bevor sie mit der Selection-Reihe bekannt wurde und ja, gelesen, auch für okay befunden, aber mehr leider auch nicht. Dann ebenfalls ein unangefragtes Rezi-Exemplar, was ich angelesen habe und auch schon aussortiert habe, und zwar Lucy Schröder, Gesammelte Wahrheiten. Ich kann mit der Autorin nicht allzu viel anfangen. Ich habe ein blaues Buch von ihr auch hier gehabt. Das habe ich auch nach den ersten 30, 40 Seiten gesagt, das ist nicht meins. Leider auch bei diesem Buch der Fall. Es ist immer eine ganz tolle Aktion vom Verlag, diese Bücher sozusagen unter die Leute zu bringen. Ich habe das Buch an eine Freundin verschenkt, die sich auch schon über das andere Buch der Autorin gefreut hat. Und ich glaube, da ist es auch in guten Händen, also angelesen und nicht weitergelesen. Auch nicht abgebrochen, würde ich auch nicht sagen. Es war wirklich nur angelesen, aber ja, so ist es nicht. Dann begannen die New York Diaries, in diesem Fall mit Claire von Ellie Taylor alias Anne Freitag. Das ist ja eine vierteilige Serie, auch im ja, Zusammenarbeit mit Adriana Popescu. Und ich habe diese Reihe geliebt und ich habe Claire sehr gemocht und ich fand die ganze Reihe wirklich toll. Sie spielt in New York City im Knights Building und alle 4 Frauen aus den Büchern leben eben dort und haben eben irgendwie was immer auch mal irgendwie miteinander zu tun. Eine ganz tolle Reihe.
Reihe, ein toller Auftakt. Man kann die Bücher quer durcheinander lesen. Sie bauen nicht aufeinander auf, sondern haben eben eher Verknüpfungen. Und das Buch hat mir wirklich auch super gut gefallen. Und dann habe ich Winter People als Mengeexemplar gekauft. Und das ist ja das Buch, was wir im Oktober gemeinsam im Leseklub lesen werden. Dementsprechend ist es zwar ungelesen, aber es wird jetzt demnächst vom Sub runterfliegen. Ich bin sehr gespannt auf den Thriller, der mich vom Klappentext an Friedhof der Kuscheltiere erinnert hat, weil eben eine Mutter ihr Kind verliert und diese auf eine Art und Weise, die ich noch nicht weiß, zurückholt ins Leben 3 Tage lang und sich eben verabschieden kann. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Buch, freue mich auf Ende Oktober, wenn wir das Buch gemeinsam lesen und freue mich auch auf den Austausch und bin sehr gespannt, ob uns dieses Buch dann auch packen, gruseln und begeistern kann. Und freue mich da wirklich sehr drauf. Welche Farbe hat dein Himmel? War das Buch von Michelle Schrenk, welches auch letztes Jahr im Oktober herausgekommen ist. Eine wunderbare Liebesgeschichte. Ich bin auch ein großer Fan von ihr, ihrem Schreibstil. Und sie ist so für mich ein bisschen die deutsche Colleen Hoover. Ich finde, sie mixt diese Geschichten, die Menschen, die Charaktere wirklich ganz, ganz toll zusammen. Und das Cover ist auch wieder so ein Traum. Eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ich freue mich jetzt schon auf ihr neues Buch, was sie schon angekündigt hat für den Oktober und bin sehr gespannt auf die Geschichte und kann die Bücher von Michelle Schrenk wirklich nur empfehlen und zu jedem sagen, lest sie, wer Liebe Kitsch mag, ist da absolut richtig. Dann, ja, Erik Lorenz, Streifzug durch Laos, das erste Buch, was mich auch zu Erik sozusagen gebracht hat. Und wie das Buch schon so heißt, nimmt uns Erik eben mit auf eine Reise durch Laos, das er zu Fuß und auch auf dem Moped, Motorrad im Grunde bereist hat. Und das habe ich in der Leserunde, glaube ich, von Lovely Books gewonnen. Ja, richtig. Und das Buch hat mich total begeistert. Ich bin da wirklich durchgeflogen. Ich habe das weggesuchtet. Ich mag überhaupt die Reisebücher sozusagen von Erik unglaublich gerne. Egal, ob er selbst von seinen Reisen erzählt oder dann eben auch der Herausgeber ist, wenn es dann nach Australien geht oder nach Indien, das noch auf meiner Wunschliste steht. China war auch großartig und ich mag Erik auch einfach so seine Aktionen, die er macht. Er hat ja die Facebook-Seite Weltwach auch in Weltwacht ins Leben gerufen. Das ist eine Facebook-Gruppe, es gibt aber auch eine Internetseite dazu, wo es viele, viele Podcasts gibt, wo eben andere Leute auch über ihr Reiseleben sprechen und ich bin ein großer Fan und auch einfach dieses Buch hat mich nach Laos entführt und ich glaube, diese Ecke muss ich einfach auch nochmal in meinem Leben bereisen. Ich bin ja eher so ein Afrika-Kind, das sich da verloren hat und muss wahrscheinlich auch einfach mal nach Asien. Ja, dann ist Talon eingezogen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es der zweite oder dritte Band ist von Chuli Kagawa. Da erwarte ich jetzt tatsächlich demnächst, oder vielleicht ist der zu dem Zeitpunkt des Videos auch schon erschienen, den vierten Teil. Könnte das dann der zweite Teil gewesen sein? Ich bin mir gerade unsicher. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben und ich höre mich auch nicht erzählen, welcher Band es denn ist. Talon ist ja, Chuli Kagawa ist ja relativ bekannt durch diese Feenreihe und hier geht es eben um Drachen und eben um Menschen, die sich in Drachen verwandeln können und mir hat Band 1 und 2 sehr, sehr gut gefallen. Band 3 war für mich ein bisschen schwächer. Ich bin sehr gespannt, was Band 4 bringen würde und es wird, glaube ich, soweit ich weiß, auch noch einen 5. Band geben. Eine wunderschöne Reihe, die optisch wirklich ganz toll ist und auch inhaltlich mir gefällt, für ein Jugendbuch wirklich großartig geschrieben ist und sehr wenig Augenrollmomente sozusagen hat. Ah, dann ist das tatsächlich der dritte Band gewesen. Ah, man sieht es gerade. Dann hat es jetzt aber mit dem vierten Band relativ lange gedauert, ne? Also das war ja jetzt wirklich dann fast ein Jahr. Wenn man jetzt sagt, das ist Ende September. Okay, wahrscheinlich war dann die Chuli Kagawa im Englischen noch gar nicht so weit. Und man musste dann wahrscheinlich erst auf das Englische warten. Ja, mal gucken. Ich bin da nicht ganz drin, wie viele Teile es geben wird. Ich denke mal, ich habe was von 5 gehört. Und ich freue mich jetzt schon sehr auf den vierten Teil und schön jetzt sozusagen den dritten zu sehen. Und ist auch optisch wirklich sehr schön und gefallen mir wirklich optisch auch sehr gut. Haben ein liebes Zuhause bei einer lieben Freundin von mir gefunden, die sie nach mir sozusagen immer liest. Und ich dann gesagt habe, Mensch, bei dir im Regal machen sie sich viel besser als bei mir, weil es für mich keine nochmal Lesebücher wären und ich einfach hier auch Platz geschaffen habe. Und da es ja Rezi-Bücher sind, verschenke ich die dann auch ganz gerne. Und meine Freundin hat schon gefragt, wann kommt der vierte Teil und wann hast du ihn gelesen? Und jetzt brauche ich ihn ja erstmal. Und ach ja, also es ist
schon schlimm, wenn dann jemand ungeduldig neben einem steht. Aber ja, dafür mag ich meine Freundin sehr, sehr gerne. Und das letzte Buch war dann Das Paket von Sebastian Fitzek in einer sehr, sehr geilen Aufmachung und einem Thriller, der mir sehr, sehr gut gefallen hat und der auch wirklich Ängste in mir aufgenommen hat, wenn ich Bücher oder Pakete von Nachbarn annehme und die sie kommen holen oder ich zu Nachbarn muss, das finde ich tatsächlich noch gruseliger, die ein Paket von mir angenommen haben und ich dann irgendwo hin muss und es nicht unbedingt die direkt parallelen Nachbarn sind, die man kennt, sich so denkt, oder ich mich daran erinnere, als man ins Haus gezogen ist und das erste Mal zu den Nachbarn musste, sie haben ein Paket für mich und man nicht wusste, ist da der Killer hinter der Tür. Ja, ist natürlich die andere Story von Das Paket, denn da erreicht die Protagonistin ein Paket, das sich so ein bisschen zu einem Eigenleben entwickelt. Ein sehr, sehr gelungener Thriller, wie ich fand. Ich mag die Bücher von Sebastian Fitzek sehr und ich mag auch wirklich eher diese Thriller, als wenn es bei ihm um diese Verschwörungstheorien so ein bisschen geht, wie bei Joshua Projekt oder auch Noah, die mir ja nur so gut gefallen haben. Ich freue mich jetzt im Oktober auf das nächste Flugangst 7a, glaube ich. Da freue ich mich auch sehr. Wird Ende Oktober erscheinen. Dementsprechend auch hier hat man den Jahreszyklus. Obwohl es ja dieses Jahr schon mal einen Fitzek gab. Die Achtnacht und freue mich aber sehr. So, jetzt hatten wir 18 Bücher und wenn meine Finger richtig gezählt haben, habe ich nur 4 Bücher von 18 nicht gelesen bisher. Und das finde ich auch wieder einen sehr, sehr guten Schnitt. Vor allem, weil ich würde sagen, die beiden Mussos möchte ich lesen. Winter People wird jetzt gelesen im Oktober und ich denke auch, dass Hücke in diesem Jahr noch gelesen wird. Und ich das wirklich einen tollen Schnitt finde. Ich sehr begeistert bin von mir selbst sozusagen. Nein, um Gottes Willen. Aber ich mich sehr freue, dass die Bücher eben auch gelesen werden und man da ja wirklich auch merkt, es sind nicht nur Neuzugänge, sondern es sind dann eben auch Lesemonate, die sich daraus entwickeln, Bücherwochen und dass man eben auch die Bücher liest, die man hat. Und das freut mich immer sehr und spricht natürlich auch einfach dafür, dass ich meinen Sub und meine Neuzugänge ein bisschen unter Kontrolle habe. Nicht immer, gerade wenn es dann so XXL-Monate sind, denke ich immer schon so ein bisschen kritisch ran, denke, oh, mal gucken, wie das bei dir sein wird. Und aber 4 von 18 finde ich absolut in Ordnung. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, überwacht ihr euren Sub auch ein bisschen? Habt ihr Listen? Guckt ihr euch vielleicht selbst auch mal an, wie lange liegt ein Buch schon bei euch auf dem Sub, bevor ihr es lest? Würde mich sehr, sehr interessieren. Und ich hoffe, ihr hattet jetzt ein bisschen Spaß mit dem Video und hinter diesem neuen Hintergrund sozusagen. Das ist ja mein Büro jetzt sozusagen mit dieser tollen Tapete, die mir sehr gut gefällt. Ich glaube, das Licht war fast eine Spur zu dunkel. Da muss ich das nächste Mal vielleicht eine andere Lichtquelle noch aufstellen. Aber ja, schreibt mir gerne, wie euch das Format weiterhin gefällt, welche Bücher ihr vielleicht auch schon von meinen Neuzugängen irgendwie kennt und gelesen habt. Würde mich ebenfalls sehr interessieren. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.